Bomben haben wir hier. Die Igni brauchen wir auf jeden Fall. Okay, auf zum Lager des Wichts. Wir sind vorbereitet. Ich hoffe, das Öl gilt da noch immer dran, wenn wir am Lager sind. Oh, guten Abend, Letox. Willkommen zurück. Und wir spielen The Witcher. Willkommen zum The Witcher 3 DLC spielen. Blatt und Wein spielen wir. Was ist hier los? Keine Zeit. Ach, was soll's. Verbände! Verbände! Wo habe ich bloß mein Verbandzeug gelassen? Der ist nicht mehr zu retten. Vergiss es. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Was? Er hat doch gerade eben noch geatmet. Mhm. Hat seinen letzten Atemzug getan. Das Bein ist gebrochen und die Beinschlagader ist gerissen. Da verblutet man binnen Minuten. Götter. Was genau ist hier passiert? Ich bin hier durchgefahren, als ich Schreie hörte. Der hier ist auf die Straße gekrochen und bewusstlos zusammengebrochen. Ich wollte ihn gerade versorgen. Da bist du aufgetaucht. Steh auf und tritt zurück. Was, ich? Aber was ist denn los? Lass es mich nicht noch einmal sagen, rate ich dir. Sagst du mir, was du eigentlich willst? Ich will wissen, ob du gelogen hast. Wenn du ihm die Wunden zugefügt hättest, wärst du jetzt voller Blut. Aber du hast nur blutige Hände. Das geht also in Ordnung. Wer genau bist du? Ein Hexer. Ach. Aha. Meinst du, irgendein Monster hat ihn getötet? Also eigentlich. Aber na gut, machen wir's. Mal sehen, was wir hier haben. Einen Beinbruch. Aber gestorben ist er an der Wunde. Klein, aber tief. Mit glatten Rändern. Von einer Stoßwaffe oder einer großen Klaue, vielleicht die eines Wyverns. Schwer zu sagen. Seltsame Brustpanzerung. Zerbeult und mit Patina. Anscheinend eine Antiquität. Ich handle mit sowas. Wozu hat er sie an? Er wird es uns wohl nicht verraten. Jetzt muss ich rausfinden, woher er gekommen ist. Vermutlich aus dem Haus da, aber ich muss sicher gehen. Ich habe zu tun, also bis dann. Warte! Ich komme mit! Wie muss das sein? Du scherzt wohl. Das ist kein Ringelpiez. Was immer ihn umgebracht hat, es ist verdammt gefährlich. Und könnte immer noch in der Gegend sein. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich also lieber in deiner Nähe. Na schön. Aber bleib dicht bei mir. Sei leise und fass nichts an. Okay, wir haben noch einen Windglock an meinem Nebenkristall angenommen. Ich hoffe, dadurch verkacken wir nicht den Prozess. Nachdem er das Tor nicht aufgekriegt hat, wollte er über die Mauer klettern, ist gefallen und hat sich hier die Beine gebrochen. Das Tor ist von innen verschlossen, aber jemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Lass jemand uns schnell hinter uns bringen. Boah, schon der Gedanke lässt mich frösteln. Tja, wär's mit einem einfachen Arztzeichen. Das geht doch. Verdammt.
Gute Götter! Dienerin, erstochen. Ein gutes Dutzend Stichwunden. Manche Postmortem. Oha, hier ist aber ein Massaker passiert. Das kann doch kein Mensch gewesen sein. Das war ein Monster, ganz sicher. Was zum Teufel ist das? Sollte das ein Bankett werden? Sieht so aus. Was meinst du? Sind alle gestorben? Götter. Ein bisschen Wein mitnehmen. Tafel Silber. Elfengravur. Will das vielleicht noch ein Rädchen machen? Ein neues Buch zum Lesen. Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen, durch gehärteten Stahl. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Vielleicht Wache des Schlosses. Zerfetzte Kehle, muss ein einziger gewaltiger Hieb gewesen sein. Der Schild ist alt und verbeult. Dazu ein Zeremonienschwert. Eindeutig ein Werk der Ensegne. Zeremonienschal? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen! Zeremonienschal? Für kleine Opfergaben? Das scheint Brot zu sein. Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen! Keine Angst, das ist Brot. Den schönen Wein mitnehmen. Oh, eine hübsche Kette haben wir. Die können wir noch nicht tragen, erst mit Stufe 42. Okay. Schmiedewerkzeug, aha. Das haben wir vorhin schon dran. Hat hier was Feuer gefangen? Oder ist explodiert? Stinkt ordentlich. Mehrere Verwundungen. Alles Stichwunden. Was mag sie verursacht haben? Das Opfer ist ein Mensch, trägt aber Elfenkleidung. Bist du sicher? Woher soll er die haben? In Toussaint gibt es doch kaum Anderlinge. Er ist geflohen. Und hat sich dann hingeworfen, um die Flammen zu löschen. Vergebens. Oha. Der Geruch nach Verbranntem wird schwächer. Der ist jetzt vielleicht cool. Konnte eine andere, glücklichere Seele fliehen. Warum sind alle hier nur so verschlossen? Ach, den kann ich mit auch nicht. Er hat sich rausgebunden, das Wams weggeworfen und ist weitergerannt. Bitte besonders schlimm mit dem Reden. Klopfen wir mal an. Vielleicht ist niemand mehr drin, wo doch... Ich weiß, dass jemand da drin ist. Ich kann das Atmen laut genug hören. Aufmachen. Wir wollen nichts Böses. Sie sind noch da? Hör zu, ich bin ein Hexer. Ich bin hier, um dir zu helfen. Aber dazu musst du mir erst ein paar Fragen beantworten. Du hast sie erwähnt. Wen hast du gemeint? Diese, ich weiß nicht, was sie waren. Geister? Es ging alles so schnell. Wir stellten eine Szene nach. Divitav, wie er Tribut zollt. Da gab es einen Blitz. Ich war geblendet und hörte Schreie, aber ich sah nichts. Plötzlich merkte ich, dass meine Kleider brannten. Schauspiel. Ich lief, warf meinen Wams weg, sprang hier rein und schloss die Tür hinter mir ab. Jemand hämmerte an die Tür.
Ich dachte, sie würde aufgebrochen und es wäre aus mit mir. Aber dann wurde es ruhig. Wer genau bist du? Durand Fauché Plamondon de Severin, Herr dieser Länder und Vorsitzender des Freundeskreises der Geschichte von Toussaint. Aha. Geschichtsschauspieler. Wir treffen uns jedes Jahr hier, um den Jahrestag des Elfentributs zu feiern. Aber sowas ist noch nie passiert. Beim Nachstellen einer Szene aus der Vergangenheit habt ihr aus Versehen einen Geist beschworen. Ein Korgozorn oder einen Zub vielleicht. Und jetzt? Das Beste daran? Ihr müsst das natürlich nochmal machen. Bist du von Sinn? Damit uns dieses Ding dann doch noch umbringt? Nein, ich will niemanden tot sehen. Darum muss ich meine Arbeit machen. Das Ding, was immer es ist, nochmal beschwören und ihm den Garaus machen. Durand, kann ich die Huldigung alleine nochmal nachstellen? Es geht um einen großen Augenblick. Die Unterwerfung von Toussaints letzten Elfenkönig. Du brauchst mindestens 3 Personen. Gut, dass wir 3 haben. Ihr wisst, worum ich jetzt bitten werde. Ich brauche eure Hilfe. Ich verstehe aber, wenn ihr ablehnt. Keine Einwände? Gut. Gehen wir an die Arbeit. Zuerst räumen wir die Leichen weg. Keine Eile. Vor heute Abend fangen wir nicht mit der Szene an. Solche Sachen funktionieren bei Nacht viel besser. Noch eine letzte Sache. Meine Bezahlung. Ich arbeite nicht umsonst, weißt du? Verstanden. Kümmere dich nur um die Gefahr. Dann werde ich mich großzügig zeigen. Sehr großzügig. Da bin ich mal gespannt. Ich stehe, wie das jetzt abgeht. Vielmehr sitze für König Ludovic auf dem Elfenthron. Und du, Hexer, spielst den Herrscher der Enseide. Wir müssen die Kostüme anziehen. Alles muss stimmen. Mal sehen, ob das ein harter Bosskampf wird. Der Elfenkönig Divetaf empfing Ludovic im eigenen Palast und setzte ihn auf den eigenen Thron, inmitten eines Meeres von Fackeln. Aha. Das sind die Lampen im Garten an. Stör mich nicht. Der Elfenkönig Divetaf empfing Ludovic im eigenen Palast und setzte ihn auf den eigenen Thron, inmitten eines Meeres von Fackeln. Ein Meer von Fackeln ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Legte Divetaf einen Leib Bünnen, Elfenbrot nieder und gewährte den Menschen die Herrschaft über das fruchtbare Land. Elfenbrot. Okay. Dann füllte Divetaf die verzierten Zeremonienschalen mit Gwinuet, Elfenwein, dem süßesten Blut des Landes, das man ihm entrissen hatte. Und endlich übergab der Elfenkönig Schwert und Schild und damit den Befehl über seine Armee an die Menschen. Ich kriege nochmal Schwert und Schild her. Ja. Stör mich nicht. Stör mich nicht. Ich habe hier ein Schwert und ein Schild für dich.
müssen wir das Schild noch ausrüsten. Den Elfenschwert, ja, haben wir gemacht. Elfenschwert und Elfenschild. Ist gemacht. Endlich übergab der Elfenkönig Schwert und Schild und damit den Befehl über seine Armee an die Menschen. Ja. Das Schwert ausgerüstet. Muss das Schild in die andere Hand nehmen. Tja. Also. Vielleicht irgendwie noch. Zeit doch jetzt ausgerüstet. Tja. Rüsten wir jetzt das verdammte Schild aus. Der Elfenkönig zog stolz und aufrecht die Klinge, fiel auf die Knie und erkannte so seine endgültige Niederlage an. Dann sprach Ludovic: Ich akzeptiere eure Gefolgschaft und kehre in einem Jahr zurück, um... Ah! Seht nur! Die Statuen! Unglaublich! Ihr Götter! Mutter! Oha! Das ist schlecht. Hilfe. Neben der Statue. Alter Schwede. Ja gut, so viel dazu. Der Bosskampf ist ein bisschen härter.
Mal schauen, ob wir die noch besiegt kriegen. Und ob wir die Quest noch abblasen können. Die können Blitzzauber. Wartezeiten sind harte Zeiten. Darum mag ich Nebenquests nicht so sehr. Ich bin nicht gut genug im Kampf. Oh, die, und dann stehen sie mir im Weg. Ein kleiner Heiltrank. Okay, was kann ich gegen die tun? Ich kann nicht wirklich angreifen. Alter Schwede. Vielleicht habe ich keinen Trank mehr, dann kann ich auch aufgeben. Die Zeit kommt man nicht mehr wirklich raus. Blut, das wir vorher nicht gespeichert haben. Meine Angriffe sind äußerst uneffektiv. Okay, eine haben wir geschafft. Kann ja übel enden. Da haben wir noch drei. Wei, wei. Nein, weg. Vier haben wir hier. Ich glaube, die Magierin macht die ganzen Feuerblitze hier. Die sollten wir als erstes ausschalten. Okay, es kommt immer noch Feuerblitze. Ich hänge fest. Oh, ich habe nichts essen und zu essen ausgerüstet. Das ist schlecht. Verzehrbares. Verdammt. Ich bin so gut wie am Arsch. Können wir meditieren? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es ja wieder den. Ein Treffer und ich bin am Arsch. Wenn wir uns weit genug rausbewegen. Ein bisschen Heilung kriegen bei dir. Okay, hier können wir zumindest ein bisschen heilen.
Jetzt essen haben wir durch nichts mehr. Tränke. Ja, können wir hier Tränke herstellen? Nicht wirklich. Dann gehen wir mal sterben. Woher kommen die Flüche? Okay, hier ist noch... Oh, verdammt. Zwei hatten wir noch. Wir hatten es fast geschafft, aber ich würde mal sagen... Sonntag, 22. Mai. 19:35 Uhr, das ist echt... Uff. Mai haben wir hier. Spielstand, automatische Speicherung. Das war hier im Wald, bevor wir die Quest angenommen haben. Eventuell hier. Früheren Spielstand laden und die Quest abbrechen. Gut, wir haben es versucht. Ich hoffe, das ist der richtige Save Point. Nicht, dass wir jetzt wieder so alles wiederholen müssen, das Gespräch mit dem Vampir und so weiter. Da bin ich offiziell raus. Mal schauen, wohin uns der Checkpoint führt. Wir müssten öfters mal manuell speichern. Das wäre... Suche nach dem Lager des Wichts. Ah ja, da sind wir hier. Ich weiß, wo wir sind. Da hatten wir gerade mit ihm gesprochen und jetzt müssen wir... Das ist nicht allzu schlecht. Wir können uns nochmal informieren. Okay, dann direkt auf zum Lager. Wir nehmen keine Zwischenquests an. Und wo ist das Lager? Hier ist das Lager. Da müssen wir zu Fuß hin oder reiten. Und dann ganz schnell vorbei an der Zwischenquest. Das passiert, wenn wir die Zwischenquests annehmen. War schön, dass wir toll gewesen und das geschafft hätten, aber naja. Da bin ich im Kampf nicht gut genug. Wir reiten auf Plätze mal zum Ziel. Machen mal einen großen Bogen hier rum. Ja. Was ist hier los? Juckt mich nicht. Ich komme selbst klar.
tun wir so, als hätten wir es gelöst. Wir müssen hoch. Letzte bleibt hier. Das Lager des Wichts haben wir hier. Seltsam. Mir ist, als würden die Löffel eine Brust trommeln. Eine Botschaft an mich. Musik.